Hey, hey, zu einem neuen Video. Ja, endlich ist es warm und richtig schönes Wetter und Zeit, die Tomaten, Paprika und Gurken auszupflanzen. Denn in meinem Gewächshaus sieht es noch ziemlich trostlos aus, aber es war in der vergangenen Woche wirklich kalt, bis 5 Grad runter und da war ich noch etwas vorsichtig. Was sonst noch in dieser Woche passiert ist, das zeige ich euch gleich. Bleibt gerne dran! Bevor ich euch jetzt mit in meinen Garten nehme, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, denn ich war vor 2 Tagen auf einer schwedischen Hochzeit eingeladen und das war wirklich lebhaft, temperamentvoll und einfach voller Lebensfreude. Wer die Schweden kennt, der weiß, dass zu jeder Gelegenheit viel gesungen und getanzt wird. Und so war es auch auf dieser Hochzeit. Ich möchte euch gerne noch etwas zeigen, das aber so ganz das Gegenteil von der fröhlichen Hochzeit ist. Ich habe gestern Freunde besucht, ich war dort zum Grillen eingeladen und meine Freunde leben ganz in der Nähe dieses mystischen Ortes und deshalb musste ich am späten Abend einfach noch hier vorbeischauen. Ich bin hier auf Valhall. Sicher kennt ihr alle Valhalla, die große, prächtige Halle, das Totenreich, das von Odin und seiner Gattin regiert wird. An dieser Stelle, an diesem Valhall-Punkt hier, war es in vorchristlicher Zeit so, dass man Alte und Gebrechliche durch den Sturz 40 Meter tief von dieser Klippe ins Totenreich beförderte. Ob auch noch andere Dinge passiert sind und andere Opfer gebracht wurden, das ist nicht überliefert, aber ich kann behaupten, dass es bestimmt heute auch noch so ist, wer hier freiwillig runterspringt, runterstürzt, der wird ebenfalls ins Totenreich kommen. Und nun möchte ich euch gerne mit in mein Gärtchen nehmen. Brand new street and brand new me. Im April habe ich mit Hilfe von Christian und natürlich meines Enkels Lenny den Garten etwas erweitert um ein großes Hochbeet und um einige Palkragen. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Weil ich so gerne Johannisbeeren mag, habe ich einen zweiten Johannisbeerbusch gepflanzt. Da dies erst mein zweites Gartenjahr ist, betrachte ich mich immer noch als Anfängerin und ich finde es total spannend, Dinge zu sehen, einzupflanzen und dann zu sehen, wie etwas wächst und sich entwickelt. Also ich frage mich, warum ich nicht schon viel früher auf die Idee gekommen bin, zu gärtnern. Entlang des Zaunes habe ich Weißdornbüsche gepflanzt, denn im Herbst kann man aus den Beeren ja auch leckere Marmelade kochen. Und ich habe Flieder gepflanzt und Spiree. Ich habe auch einen kleinen Rhabarber eingepflanzt und hoffe, dass er was wird. Mal abwarten.
vergangenen Jahr habe ich die Beete angelegt, indem ich Pappe auf das Gras gelegt habe und dann mit Ästen, Zweigen, Grasschnitt und dann Erde aufgefüllt habe. In diesem Jahr habe ich mich dazu entschieden, eben die Grasnarbe zu entfernen und habe das Ganze abgegraben. Und ich bin mal gespannt, ob man da einen Unterschied sieht. Meine lieben tierischen Nachbarn werden auch irgendwie jeden Tag zahmer und sie nähern sich immer weiter meinem Garten. Ich hoffe, dass sie nichts abfressen, wenn demnächst ausreichend wächst. Die Pflanzen im Haus wachsen und gedeihen auf jeden Fall prima. Smallland sind die Eisheiligen erst immer Ende Mai und deshalb bin ich immer sehr vorsichtig mit dem Aussehen und Auspflanzen. Jetzt versuche ich mich gerade im Sehen von Buschbohnen. Das neue Hochbeet pflanze ich die vorgezogenen verschiedenen Brokkolisorten. Oh,
jetzt Anfang Juni wird es allerhöchste Zeit, meine Tomaten und Co. ins Gewächshaus zu pflanzen. Aber ich sagte es ja anfangs schon, in der vergangenen Woche war es so richtig kalt und stürmisch und regnerisch. Aber jetzt ist das Wetter super und ich hoffe, das bleibt auch so. Und darum geht es jetzt ab nach draußen. Im Gewächshaus muss ich erst noch ein bisschen aufräumen und die Beete vorbereiten. Habe ich das Gewächshaus aufgeräumt und mit Leben gefüllt. Jetzt bin ich gespannt, ob die Pflanzen alle so angehen, wie es im vergangenen Jahr war. Ich habe auch den Vorbau vom Eingang genutzt und die Paprikapflanzen hier in Töpfe eingesetzt. Hier wächst Pflücksalat und mein Knoblauch. Hier in dem kleinen Beet hatte ich eigentlich Zwiebeln ausgesät, aber außer Gras ist da nicht viel gekommen. Da muss ich mich nochmal ranbegeben. Hier wächst ganz klein zu sehen Schnittlauch und Sommerblumen auf der anderen Seite. In diesem Beet habe ich einen Versuch gestartet. Hier wachsen Buschbohnen. Und im Nachbarbeet, hier unter dem Tuch, habe ich ebenfalls Buschbohnen gesät und eben mit dem Tuch abgedeckt. Und hier sind die schon richtig schön gekommen und gewachsen. Hier im Nachbarbeet habe ich einjährige Erdbeeren und auch noch ganz kleine, die dann hoffentlich im nächsten Jahr kommen. Aber die ersten Erdbeeren an den einjährigen Pflanzen sind schon zu sehen und ich bin gespannt. Hier wachsen Zucchini und unter dem Vlies der Brokkoli. Im letzten Jahr hatte ich ja kein Vlies drüber und konnte leider nicht einen einzigen Brokkoli ernten, weil die Raupen alle aufgefressen haben. Leider ist der Rhabarber nichts geworden. Ich hoffe, der kommt im nächsten Jahr nochmal wieder. Aber die Johannisbeerbusche, die machen Freude. Da sind Früchte dran, noch nicht so viele, aber das wird ja in den nächsten Jahren dann noch kommen. Das ist der Johannisbeerbusch aus dem letzten Jahr. Der hat zwar nicht so viele Blätter, aber ausreichend Früchte. Und hier wachsen Stachelbeeren und auch Himbeeren kommen. Hier im Beet habe ich Mangold ausgesät. Da sieht man jetzt die ersten kleinen Pflanzen. Die werde ich demnächst nochmal vereinzeln müssen. Daneben habe ich nochmal einen Versuch gestartet und Zwiebeln eingesät. Hier im Hochbeet nebenan wachsen Radieschen, Karotten und Spinat. Und auch der Spinat aus dem letzten Jahr ist noch da. Der ist jetzt nochmal richtig nach oben geschossen und den gibt es heute im Salat. Daneben wachsen die kleinen Smultron, die kleinen Walderdbeeren und da sind auch ausreichend Früchte dran. Ich hoffe, der Gartenrundgang hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Hej då aus Schweden!